Und da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skull and Bones. Ich habe meine Leiche zurückgeholt. Also mein Wrack in dem Fall, ja. Und ja. Versuche jetzt noch irgendwie ein Krokodil zu finden. Was jetzt nicht unbedingt so ein Killervieh ist. Alle Mann an Deck! Auf Gefechtsstation! Vorsicht vor den Zähnen! Sehr gute Sehr Arbeit, gut. Captain! Das sieht schon mal nicht nach so einem Killervieh aus. Nicht wahr? Das sah nach einem normalen Krokodil aus und nicht nach dem Ding, was wir da vorgekillt haben. Also zumindest versucht haben zu killen. Das war ja ein wahres Monster. Okay, wir fahren jetzt mal kurz im Kreis. Leute, verpisst euch, ich will das nicht. Geht weg. Wir fahren kurz im Kreis, dass ich wieder zurückfahren kann. Ja. Gucken. Der Lagerraum ist nämlich auch langsam voll. Dann können wir eh nicht mehr viel tragen. Glaube ich. Ja, ein bisschen Holz mit. Guck mal kurz hier. Auf die Karte. Hier sehen wir gerade die ganzen Plätze, wo wir überall hin müssen. Ja. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Warum, weiß ich noch nicht. Der Quest scheint auf jeden Fall fertig zu sein. Ja, Bier haben wir 3 von 6, wie ich sagte. Das ist schon mal geil. Nicht wahr? Aber wir warten mal ganz kurz hier, wenn ich mir das angucke mit dem Bier. Der Rest ist dort unten, okay. Hier ist noch irgendwas mit Angebot und Nachfrage. Oh, hat das andere Schiff wieder, ne? Sonst geht das nicht. Was brauchen wir hier noch? Akazienplanken. Verfolgen wir mal kurz. Ja, mal geh weg. Irgendwas ist da. Ach, das Eisen brauche ich von da. Okay. Nein. Doch, hier ist offen. Das Eisen hätten wir ja. Passt. Ja, gut. Gut abgebaut gerade. Auf der Fahrt hierher. Gucken, vielleicht kriege ich noch mehr mit. Aber das Schiff ist halt voll. Ne, darf man nicht vergessen. Das Schiff ist halt voll. Ich sehe da eine Menge Schiffe vor uns. Ja, ist mir egal. Das Monster hier interessiert mich nur. Fahrtrichtung. Das brauchen wir zwar nicht. Ah. Schaden kann es auch nicht. Lasset. Look alive! Auf Gefechtsstation! Oh, es kommt, es kommt. Oh, es beißt zu. Ich muss weg. Und das nur, weil ich Holz da hacken wollte auf einmal. Wäre schon ein bisschen dumm. Warum will ich da auch Holz hacken? Das ist ja total bescheuert. Im krokodilverseuchten Gebiet hacke ich doch kein Holz, Leute. Geh bloß weg, du. Da sieht man das Erz in den Wänden. Wie ein so, wir sind voll. Es reduziert die Geschwindigkeit. Ah, okay. Ja, geil. Aber für die Quest bin ich fast fertig. Eine Gießerei. Brauchen wir Metallarbeiten? Nee. Auf Backbord, Captain. Wir brauchen kein Metall. Aber ich könnte natürlich auch die jeweiligen Schiffe dafür versenken, gehe ich mal von aus. Jetzt mal in die Fracht reingucke. Nelken, Holz in Mengen, ne? Bomben, Mörserbomben, wir haben einiges dabei. Plus Pferdhaut und so. Ja, wie gesagt, wir haben wirklich, ja, haben ordentlich was. Halt auch die drei wichtigen Sachen, ne? Flusspferdzahn, Krokodilzahn und Haizahn. Und deshalb sind wir jetzt leider, ja. Ziemlich lahmarschig. Ich überlege gerade, was ich von Bord schmeiße. Das Pferdleder veredelt werden. Das hier sieht doch eigentlich aus hier, als ob abwerfen. Wir haben eine Gruppe Schiffe entdeckt. Backbord! Annehmen.
Da, Backbord. Ob ein Schiff. Das reicht leider nicht, was wir da abgeworfen haben. Aber wir können ja noch mehr abwerfen, ne? So ist das nicht. Das können wir noch abwerfen. Die gebrochenen Planken abwerfen. Da. Wir haben wieder volle Geschwindigkeit. Perfekt. Abplanken. Brauchen wir nicht. Können Gas geben, wieder gut ist. Einfach schneller wieder zu Hause. Können die Quest abgeben. Weil das Schiff hier. Wir sind überladen, Captain. Nein, können wir nicht. Sind wir noch nicht. Über Bord. Ich habe etwas Glänzendes entdeckt, Captain. Kannst du ja, aber das ist mir egal. Wir müssen erstmal auf die Schiffe achten hier. Weil die muss ich auch noch alle zerstören hier. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall gleich mit den Kanonen wieder. Mit dem Kudder. Immer schön Vollgas. Hier kommen die Wellen. Mal gucken, was passiert. Oh ja, wir hoppeln sogar ein bisschen durch die Wellen. Sehr, oh, jawohl, wir springen. Sehr schön sieht das aus. Also muss ich echt sagen. Das ist die Hackcam. Mehr Cams gibt es nicht. Da habe ich noch eine Fotocam. Da kann ich mich jetzt frei noch bewegen. Das finde ich geil. Da können die Screenshots machen. Und die als Thumbnails benutzen. Das wäre natürlich ganz cool, aber ich bin halt nicht so ein Thumbnailer. Bin ich early? Das ist nicht so meins. Aber wir sind gleich zu Hause. Dann können wir das Schiff wechseln. Dann können wir wieder ballern. Und nicht nur hier, ne, ein bisschen Fische jagen. Fische sind zwar ganz cool. Und Haie und so. Flusspferde und Krokodile, aber ne. Hier ist ja nichts zum Bearbeiten. Ja, jetzt. Sagt er so, ne? Und gleich wieder, scheiße, der Wind kommt uns entgegen. Aber wir sind in St. Anne. Da können wir die Quest schnell abgeben. Da geht die Boje unter. Da ist sie wieder. Und wir sind safe. Das Schiff ist deactivated. Die Waffen. So, Segel heran, damit ich von Bord gehen darf. Lügen und Verrat verdunkeln den Weg eines jeden Piraten. Das stimmt. Deshalb finden wir Frieden auf dem Grund einer Flasche oder der See. Ja, also Flasche finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber Flasche? Jo. Schöne Buddel voll rum und so. Hm, geil. Ihr scheint mit allem klarzukommen, was die See euch auftischt. So, aber wir haben doch jetzt hier eine Quest fertig. MG. Da. Verfolgen. Präsentiert dem Seevolk. Zum Seevolk. Scheiße. Wir wechseln das Schiff. Gehen zu dem Kutter. So,
Warum nicht? Gesamte Fracht ins neue Schiff verlegen. So. Und dann sollten wir hier, Beschönerung, nehmen wir alle hier. Nein. So. Das nehmen wir alles. Und sagen, Panzerung haben wir natürlich noch nicht, klar. MKWs. 8 verwalten. Keine Kanonenkugeln? Wo sind die Kanonenkugeln? Ja, bitte. Fuck, ich kann sagen, pack doch mal den Zeug hier weg. Glück ist nicht alles. Ja, weg. Du musst weiter jagen, stehlen und wachsen. Ja, ich weiß. Segel setzen. Ja, guck mal. Unser neuer Kahn sieht doch viel besser aus. Selbst gebaut, natürlich. Shepard, volle Segel! Eine Schatzkarte! Segel einholen! Jetzt muss ich natürlich was wissen. Ich hab die Sachen da. Muss ich in die Siedlung des Seevolks? Dahin. Öffnet die Segel! Finde ich schon mal gut. Junge, der Kahn scheint ein bisschen schneller zu sein, oder? Wie seht ihr das? Ich sehe das schon so. Wir haben die langen, die dicken Geschütze nach vorne. Irgendwie haben wir keine... keine Heilung mit hier. Das Singen ist wichtig. By Ariel. Rodeo. Irgendwer lootet hier nicht. Das nehmen alle sich mit. Ich scheine ziemlich schnell zu sein mit dem Ding, habe ich das Gefühl. Ein Turm! In Fahrtrichtung! Ba, 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 ba. Bye, Marianne. Da-da. Weniger Tuch! Ja, ja, da. Dankeschön. Geil. Haben wir bekommen, ne? Was haben wir denn da? Wir haben da ein paar Sachen. Wir können zum Beispiel auch Reparatursets kaufen, wie man hier sieht. Machen wir, glaube ich, mal. Glaube ich, ganz wichtig. Annehmen. Dankeschön. Dann verschwinden wir hier erstmal. Na, na, na. Gucken, was wir da oben machen müssen. Auf jeden Fall brauchen wir ja die... ach, wie heißen sie? Garants und so. Versenke Kompanie Rammschiffe. Hör mal kurz ein bisschen langsamer, mein Freund. Die sind da draußen, okay. Gut, da kriegen wir ja hin, wa? So ein paar Kompanie Rammschiffe. Das schaffen wir doch. Da, da, da. Goodbye, very well. Er hat nichts. Er hat nur Schrott dabei.
Gehen wir erstmal einen Kahn versenken. Sollten wir eigentlich ganz gut schaffen, ne? Da lag wieder irgendwo was rum. War jetzt nicht sonderlich schwer, da lag wieder irgendwas im Wasser. Ich muss gar nichts machen, ich loote einfach so. Finde ich gut. Ja, der Wind kommt so schräg von vorne, das ist nicht so gut. Aber jetzt wandert er, so leicht nach hinten. Hoffe ich doch. Ja, uns trägt der Wind zur Seite, das ist nicht gut. Ja, jetzt haben wir aber... Jetzt haben wir grünen Wind, das geht's Vollgas. Wir fahren noch langsam raus aufs offene Meer. Da müssen wir aber erstmal wieder Ausdauer regenerieren, ne? Das ist ganz wichtig. Weil wir jetzt gerade schon an dem Sturm hier kratzen. Los! Schatten dicht machen! Jo. Ja, mit dem Sturm. Ja, ich sehe das vor uns. Hier ist so richtig viel Zeug. Aber richtig viel Zeug. Segel runter! Spicke die Schotten auf! In den Stall mit dir! Feuer! Jetzt! Nehmen wir auch mal mit. Aber warum muss ich darauf schießen? Das ist doch totaler Quatsch. Kann ich nicht einfach hier so Enterhaken schmeißen? Oder wie er wäre dabei? Ein Rammschiff, liebe Leute. Die waren irgendwo da vorne, die Rammschiffe. Neue Region betreten. Le Skella. Skellas? Skelles? Skellus? Keine Ahnung. Mal da vorne stehen Schiffe. Das eine da. Schlagen die Blitze hier aber ein. Goodbye, Mary S. Na, 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 na. Zu weit weg sind sie. Aber das könnte das sein, was wir suchen. Was schießen die denn schon wieder? Schießen Mörser oder sowas? Oh Gott, wo driften wir denn gerade ab? Boah. Das Schiff ist auf der Flucht! Kapteni, das ist ein Handelsschiff. Was kann das sein? Ist mir egal, was das ist, aber das ist nicht unser Feind. Ich suche nur ein Rammschiff. Hier fliegen Mörser. Ist das, was wir suchen? Nee. Kapteni! Verbandsmänner, Kapitän! Riesenwelle. Oh, die trifft direkt das Schiff. Ja, yeah, ich weiß, wie Riesenwellen funktionieren. Ich kenn's aus Spielen. Da ist wer versenkt worden, glaube ich. Oh ne, du hast keinen Schaden gemacht. What the fuck? Okay. Ja, wie gesagt, ich brauche immer noch ein Rammschiff. Es sollte vielleicht hier irgendwo rumschippern. Vielleicht das da vor uns. Mal gucken. Der Sturm macht das jetzt hier gerade nicht alles schön. Zu weit weg noch. Was bist du denn? Wir sind ganz schön hoch im Level. Muss ich dazu jetzt sagen. Aber was war denn was hier mit dem Rammschiff, Alter? Hier. Stehe ich gerade noch nicht so genau. Ich hätte das gesehen. Das hier haben wir noch nicht entdeckt. Das ja, will ich auch irgendwie gar nicht entdecken. Da am Horizont! Segel! Ja, ich will ja den Segel. Aber ich suche jetzt halt
hätte ja irgendwie die Dings gesehen. Die Linien, die Schiffe fahren. Hier. Ist doch das mit den Pistolen. Da sehe ich die falschen Schiffe. Die falschen Schiffe für das gehalten, was ich denke, was es sein sollte, aber was es nicht ist. Ja gut. Da brauche ich Schicksal im Stern, da brauche ich hier noch so eine Sternenkarten. Was ist das wohl, Kapteni? Das sind Händler des Seevolks! Das ist irgendein Schrott. Der kann... Der Wind gehört jetzt leider jetzt Spieß, hinter sich Leute. Haben. Der hat harte Hits gekriegt. Noch harte Hits. Und das Schiff aus dem Wind! Segel einholen! Okay. Verteidiger, das beschädigte Schiff. Mhm. Ich hab's ja Gott sei Dank gerade angegriffen. Aha, das heißt von denen da hinten. Aber die fighten doch jetzt eh gegenseitig, Segel oder nicht? Das sind ja die Verbündeten von denen, das ist Seevolk. Aber der da zum Beispiel wäre ein Feind. Das ist ja easy, wir warten einfach hier. Der da könnte ein Gegner werden. Sie kommen auf jeden Fall näher, ja. Aber ich kann mich auf der Stelle drehen hier, wie sonst das von Wiesel. Und da habe ich ziemlich gute Kanonen, glaube ich. Die See, sie ist wankelmütig. Das sind Feinde? Einen Moment liebt sie dich. Und dann zieht sie dich hinunter in die Tiefe. Feuer frei! Das sind Feinde. Okay. Da senken wir den Kahn, wa? Freut euch auf die Umarmung des Kraken! Die greift uns an! Okay, die fighten die alle. Was ist hier los? Ich dachte, das waren Freunde. Also irgendwer ist hier freundlich, habe ich zumindest gedacht. Schnell, Feuer! Mit so vielen Löchern kommt ein kleiner Schubs und die sind Geschichte, Captain! Goodbye, Mary Ann. Alle feuern! Sie fordern wir müssen nur zugreifen. Gebt nicht auf! Bereit zum Feuern! Da ist noch ein Schiff. Bald schwimmen sie mit den Fischen. Die schwimmen schon mit den Fischen. Die fangen sich jetzt welche unserer Hauptkanone vorne raus. Bereit machen zum Rammen. Los, Captain, wir wollen sie enden. Feuer! Lasst keinen am Leben! Vernichten wir sie. Sie wollten uns angreifen, was sollen wir denn machen? Wasser, ihr Ratten! Bisschen weit, wa? Ja, ein Problem. Timber! Feuer! Gegner! Der ging da durch. Oh, was ist das für eine Kanone? Boah, das ist eine Kanone. Also eine richtige Kanone. Das ist eine richtige Kanone. Die hat richtige Sprengung hier, also richtigen Mörser. Junge. Wer bist du denn hier eigentlich? Ich mach hier auch platt. Wenn du störst, versenke ich auch dich doch. Haltet zusammen! Feuer frei! Ja, mal ein bisschen Gas hier. Die setzen Mörser ein. Zum Glück nicht auf uns.
So, jetzt kommt die andere Seite gleich. Ja, und Schweine kriegen halt hart aus dem Maul. Weil die stecken hier aber auch mitten in den Gegnern drin. Wo ich mir so denke, what the fuck? Timber, Feuer, Längsseits und Entern. Ja, ich arbeite ja dran, aber... Sie sind am Ende. Das looten wir natürlich, aber... die geben halt richtig Gas hier. Die geben halt richtig, richtig Gas. Hoffentlich gefällt euch das Feuerwerk. Wir sind bereit. Auch weg der Kahn. Auftrag fehlgeschlagen, ja. Wir haben keine Zeit. Bereit zum Feuern, Captain! Samuria! Feuer! Schieß! Ich kann ihre Leuchtsignale sehen. Hier knallen wir natürlich hart welche rein, ja. Das sieht man. Dieses Drecksschiff wird bald sinken. Ja, das wird auch bald sinken. Man darf nur nicht vergessen, das ist Totenschädel für uns eigentlich. Tambolia! Feuer! Einmal noch. Nein, locker! Los, oh, nicht gereicht. Wir haben sie in den Abgrund geschossen. Ja, damit. Sie geben ein Leuchtsignal! Ja, das soll leuchten. Feuer! Die fangen sich auch noch welche. Bevor wir jetzt verschwinden. Wegen der Sicherheit. Wir haben so viele gefightet gerade. Muss ja auch jetzt mal ein bisschen ruhig machen, ne? Unser Schiff hält natürlich sehr gut durch gerade, muss ich sagen. Das repariert sich die ganze Zeit selber. Wenn da irgendwie gerade eine dicke Bombarde kommt. Was ich jetzt nicht so feier. Ja, ja, vom Kampf entfernen, ich weiß. Ist aber gerade nicht so, ne? Lass die Segel einfach gehen. Weil die folgen uns. Die Schweine. Ich kann nicht von Bord gehen. Wir bleiben einfach mal hier stehen. Mal gucken, ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, was passiert. Ja, ja, wir stehen hier einfach nur mal. Vielleicht fightet ihr euch ja kaputt. Beobachtet dieses Schiff da! Oh. Was wollt ihr denn jetzt von mir? Okay, die wollen auch irgendwas. Dann müssen wir hier weg. Ah, nee, jetzt kann ich. Perfekt. Jetzt kann ich von Bord. Sehr gut. Sehr gut, da sind wir von Bord. Hallo? Was? Ja. Habt ihr irgendwas gemacht? Hast du bestimmt noch eine Quest für mich, mein Freund. Kaufen, verkaufen, was hast du ein schönes? Das war der hier. Mit der Panzerung und so. Geil, 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 geil. Elfenbein könnte ich hier anbieten und so. Aber ich behalte das erstmal alles. Leb wohl, Kapitäni. Kapitäni, ja, ja, so nennt man mich. Du hast noch einen weiten Weg vor dir, Captain. Ja, ich weiß. Und mit den Worten, ich habe noch viel vor, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war eine weitere Folge von Skull and Bones. Und ja, bis dahin, liken, teilen, Abo dalassen. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.